6.6. Ja. Bei schlechtem Wetter. Aber momentan ein Sonnenfenster im Höllental. Hoffen wir, das Wetter hält. Na, wenn wir lange aneinander blödeln, nicht, aber wir werden sehen. Ja, genau. Am Einstieg. Wenn es nass ist, steigt man doch nie. So eine Tour mit dem netten Namen John Wayne der Alpen. Allein der Name ist wert, dass man die Tour begeht. Über den Rest kann man noch nicht viel sagen. Außer, es wird auf jeden Fall spannend. Ob es geht dann spannend wird oder nicht, sei dahingestellt, aber wettermäßig bewegen wir uns in einem sehr schmalen Bereich zwischen Vernunft und Unsinn. Aha. Und es ist ja so gegangen, ja. Aha. Das, ja, muss ich einen Spreitschritt machen. Einen relativ weiten. Okay. Den habe ich jetzt, ja. Warte, wenn ich den umwechsel, komme ich da nochmal her. Ja, bei diesem Nase, das macht das doch schon blöder. Der Nasegriff macht das doch schon ziemlich blöder. Gut. Das war jetzt im Nachstieg hart. Also, ein Vollstieg war das nicht gegangen. Auf gut Glück da. Aber ich habe schon gesehen, dass du auch da gesucht hast. Und vor allem, wenn du den Griff von der anderen Seite nehmen kannst, dann halt der eben der Schlitz. Aber für das war er ein bisschen feuchtler. Zweite Länge.
Noch regnet es nicht. Gefühlsmäßig könnte es aber jetzt dann passieren. Das war der zweite Stand. Haben wir schon gedacht, dass das sehr lange ein bisschen lang ist. Na, dann gehen wir halt weiter. In eine Platte. Ein bisschen fechtelt, aber griffig. Jetzt geht's dann zur Sache. Jetzt geht's dann zur Sache. Nein, das ist auch nicht leicht. Aber ich bin steiler. Ja, bis jetzt ist sehr schön. Nicht schlechter als Untertreibung bezeichnen. Die Querung da oben war jetzt schön. Wirklich schön. Also da geht man eher links. Wie direkt ich sehe schon.
Die direkte Linie ergibt sich, dass du die Haken nicht einhängst. Ne? Ich habe schon gedacht, das ist ein bisschen heftig da jetzt auf. Ja? Die Schichtung ist nicht ganz gut optimal, meinst du? Aber ich glaube, ich brauche mich da gar nicht aus der Schichtung ausreden. Und da bist du jetzt aber schon direkt gegangen. Ne? Da haben wir wieder einen, wenn er holt. Ziege! Also ein bisschen über links ist leichter. So wie leichter gelöst. Wie mir vorsteige. Aber über Zeit kommt. Mir nicht. Das ist der Feuch, dass das ausschaut. Und vor allem die Griffe sind alle genau in der verkehrte Richtung. Schätzel, was du so eine auf? Oder da irgendein Tritt. Das schaffe ich nicht. Das zahle ich nicht. Sogar. Und da kannst du dann eigentlich nicht mehr hergreifen. Ja. Da bin ich mal. Jetzt? Ich bin auch noch da ausgestreut. Und dann da auf in den Griff gerichtet, das weißt du da. Und bin dann umgezogen, aber ich. Ja. In den Griff rum klingt gut. Nicht mehr, irgendwie, ich meine, jetzt so Manul geht er natürlich gut gemacht. Ja, ja, aber der Hagen da gehört. Der Hagen. So. Man könnte sagen, es ist hart bewertet. Das stimmt auch. Aber wenn das unten ein 6er war, dann ist das vielleicht da oben ein 6 plus. So, und jetzt muss ich wieder zum Klettern kommen. Auf diese nassen Tritte, Alter. Das ist eine wilde Sau, wenn du da raufgekommen bist jetzt. Wer kann ich das jetzt sagen?
Ist ja alles ein bisschen bröselig nass. Das ja. Weil da ist nämlich auch alles verächtelt. Ja. Das täuscht nämlich. Ich bin ja gar nicht im Schwan da. Ich fred mich da unten umeinander. Ich sage, ich bin ja gar nicht im Schwan da. Ich fred mich da unten umeinander. Meise, bring dich in Sicherheit. Das ist der Wolfgang. Eindeutig. Cooles Buch. Genau. Letzte Seillänge. Pfeift es eigentlich ganz schön oben in der Tour. Fällt dann gar nichts auf beim Klettern. Gott sei Dank. So. Dann soll da noch eine schöne Stelle sein. Und jetzt weit. Vielleicht ist da besser. So, der Einzug ist geschafft. Na gut. Jetzt weiß ich, was du mit den Zecken gemeint hast. So, ich würde gerne fragen, kommt nichts mehr. Das ist besser. Das ist besser als ja, das ist ein Zwang.